Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Mein Name ist Ingrid und vor einer Weile habe ich eine Anleitung auf YouTube hochgeladen, wo ich diese Hidden Flap Karte papieroptimiert habe. Das hat diese quadratische Form ergeben. Und als ich so ein Stück Farbkartonrest in der Hand hatte, habe ich euch gefragt, was ihr glaubt, was mein erster Gedanke dabei war. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr so fleißig mitgeraten habt. Und es tut mir wirklich, wirklich leid, dass es niemand erraten hat. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so schwer ist, aber hier kommt die Auflösung. Und zwar habe ich daraus einen Mechanismus gemacht, der eine Hidden Flap Pop-Up Karte erzeugt. Also, die Hidden Flap Karte, da findet ihr die Anleitung hier. Gratis. Diese Anleitung hier kann ich euch leider nicht kostenfrei zur Verfügung stellen. Ihr könnt die aber bei mir käuflich erwerben. Und zwar bekommt ihr dafür eine Videoanleitung auf YouTube und so wie ihr das gewohnt seid, einen PDF-File, wo ihr die Maße und den Schnittplan habt. Weil wir kurz vor Weihnachten stehen, habe ich natürlich hier eine weihnachtliche Variante gemacht. Aber meine Freundin Franzi, vielen Dank, Franzi, hat uns hier noch ein paar Muster gemacht, damit ihr seht, wie vielfältig diese Karte ist. Schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Ich empfehle euch ganz dringend, auf Instagram vorbeizuschauen. Sie heißt Kreative Papierfee. Ich schreibe es euch auch noch hier unten irgendwo hin. Und schaut bitte, bitte vorbei. Ich finde, ihre Designs sind so auf den Punkt, harmonisch und vollkommen. Einfach herrlich. Und hier haben wir eben noch ein paar Inspirationen, wie man das Ganze dekorieren kann. Für Teenager, ich glaube, es ist schwierig, bei Teenagern ein Oh! rauszukitzeln, aber mit dieser Karte, glaube ich, funktioniert das ganz bestimmt. Hier haben wir noch eine, ich schätze mal zum Thema, ja, ich könnte mir vorstellen, Ruhestand oder falls jemand auswandert, ist die nicht herrlich? Auch hier, der Mechanismus. Und wie ihr schon sehen könnt, ich habe meine Variante natürlich mal wieder papieroptimiert gemacht, aber ihr könnt das natürlich super schön kombinieren. Schaut euch das an. Herrlich. So wie Franzi das hier gemacht hat, mit anderem Farbkarton geprägt, hier ein bisschen Designpapier. Ihr könnt also mit den Farben so spielen, wie es euch gefällt. Hier noch eine wunderschöne. Also wirklich, guckt unbedingt auf Instagram vorbei. Sie postet regelmäßig und wirklich, wirklich schöne Sachen. Hier zur Konfirmation. Hier könnte ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht nicht auf die Seite, weil es zu schwer wird, aber auf die Seite einen kleinen Briefumschlag draufklebt oder vielleicht auch hier und da eben einen Geldschein oder zwei oder drei reintut. Und wir sind auch wieder bei den weihnachtlichen Varianten angekommen, denn es ist nun mal so, wir haben es jetzt kurz vor Weihnachten und die ist auch wirklich wunderschön. Schaut euch das an. Es glitzert, es funkelt, es schimmert. I love it! Ja, mir fehlen die Worte. Ich kann mich nur wiederholen. Einfach schön. Wirklich wunder, wunderschön. Und die letzte hier. Und ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Wenn ihr diese Anleitung käuflich bei mir erwerben wollt, findet ihr mehrere Details unten in der Beschreibung. Kontaktiert mich. Und ich freue mich natürlich über ganz, ganz, ganz viel Interesse. Dankeschön. Tschüss.